11 Kastoren mit hochradioaktivem Müll sollen wieder ins Wendland transportiert werden. Dem wollen wir mit unserer heutigen Kundgebung und den Aktionen in den nächsten Tagen ein deutliches und entschiedenes Nein entgegenhalten. Ohne die Demonstrationsverbote und die riesigen Polizeieinsätze hätte kein Castortransport Gorleben jemals erreicht. Vor 4 Jahren, am 7. November 2004, wurde der französische Anti-Atom-Aktivist Sebastian vom Castor-Zug getötet. Unsere heutige Kundgebung findet auch im Gedenken an ihn statt. Sebastian kämpfte für das Leben. Unsere Aufgabe ist es, diesen Kampf fortzusetzen. In den nächsten Tagen werden wir wieder alle gemeinsam unseren Widerstand entschlossen, fantasievoll und erfinderisch auf der Transportstrecke sichtbar machen. Immer wieder und jetzt erst recht.